Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir den Rauch Aero 32.1 von Creative Mesh. Es erhält sich für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Das Ding ist ein komplett neues Modell und sowas gab es noch in keinem LS. Ich finde das Ding echt rauschend. Hab schon einmal ein bisschen geguckt, aber die weiteren Details natürlich schauen wir uns zusammen an. Was haben wir? Rauch Aero 32.1, 3200 Liter, Entschuldigung. Hat ein Gewicht von 2 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 27 Meter und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h. Wir haben 83.300 Euro Standard in der Anschaffung. Wir haben Basiskosten mit 1.666 pro Arbeitstag, 833 pro Arbeitsstunde, 1.749 und 4.248 im Leasing. Wir können variieren. Kennzeichnung funktioniert natürlich auch. Das taucht denn da auf. Ich würde sagen, wir überlegen nicht lange und schauen uns den an. Ist unter Geräte Düngerstreuer zu finden. Ich habe ja auch schon was vorbereitet. Hier ist einmal ein Saatgutdünger, ein Big Pack Dünger. Entschuldigung für meine Verhaspler heute. Und da hinten steht noch einer. Den schauen wir dann uns gleich an. Aber erstmal zu dem Streuer. Das ist ein richtig schöner Streuer. Detailreich natürlich, verdammt gut. Hier haben wir Warnhinweise, die richtig gut lesbar sind. Hier steht auch das Maximalgewicht 3200 Kilo. Hier ist noch eine Anleitung für geschlossen oder auf. Ja, Reflektoren, Lichter, Katzenaugen, sage ich mal. Aber ansonsten, was das vom Detailgrad her betrifft, ist der echt richtig gut ausmodelliert. Hier sieht man die ganzen Schläuche, Warntafeln, auch hier in der Heckpartie, wenn man hier reinguckt, was da alles für Kabel ist. Ob da wirklich was durchgeht an Saatgut, das werden an Dünger, das werden wir gleich sehen. Ob da irgendwas auftaucht, ob man das da sieht. Ansonsten in der Heckpartie haben wir natürlich das Kennzeichen. Hier haben wir auch nochmal Warn- oder Reflektoren. Aufkleber. Lichteinrichtung ist ganz klar. Und auf dem Düngerstreuer selbst steht auch nochmal Rauch Aero drauf. Hier auf der Plane haben wir, wo wir durchgucken können, um zu gucken, wie voll der ist, wie leer der ist. Da haben wir auch noch eine Anzeige. Da, eine Skala. 200, 300, 400 und so weiter. Wenn wir den jetzt anhängen, ihr braucht natürlich, wenn er voll ist, braucht ihr ein Gewicht. Der ist so schwer. An dem anderen habe ich schon ein 1000 Kilo Frontgewicht, aber es reicht nicht. Der lupft vorne immer noch aus. Und wenn ihr hört, die Plane hat Sound. Ich zeige euch einmal natürlich das Befüllen und einmal den Innenraum des Streuers. Auch der Streuer oder allgemein, das ist alles schön. Hier ist die Skala, wovon ich gesprochen habe. Das ein Traum. So, und zwar drücken wir einmal R zum Beladen. Man sieht auch, dass es sich schön füllt, der Streuer. Das funktioniert, Plane schließt. So, das dazu. Dann gehen wir jetzt aufs Feld. Machen einmal natürlich den Lichtcheck, was alles so leuchtet. Und dann klappen wir den Busch aus. Und zwar, das ganz normale Licht funktioniert, Kennzeichenbeleuchtung auch. Arbeitslicht haben wir, glaube ich, noch keins, oder ich sehe es noch nicht. Blinker links funktioniert, Blinker rechts funktioniert und natürlich das Bremslicht und alles in LED, kleinen LED-Lampen. So, auf Taste X klappen wir den mal aus. Das ist so faszinierend, das ist der Hammer. Die beiden großen Zylinder, wie man sieht.
ist schon Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. Die Besonderheit bei dem Streuer ist, dass es direkt auf die Erde prallt oder aufgetragen wird und nicht wie bei den normalen üblichen Streuern in die Luft gewirbelt wird, weil hier haben wir die Kammern, wo das rauskommt, dagegen prallt wie beim Güllefass und direkt auf die Erde prallt. Das werde ich gleich versuchen für euch einzufangen, dass man es sieht. Ansonsten, hier sieht man natürlich alles, was er zu bieten hat. Ich würde sagen, wir steigen ein. Wir drücken mal, das Feld ist nicht gedüngt. Drücken mal B. Und wie wir sehen, kommt das genau an den Kammern raus und wird direkt auf die Erde katapultiert. Den Streuer gibt es, ich habe geguckt, auch in anderen Arbeitsbereiten, aber wir haben 27 Meter. Ich würde mal sagen, das reicht auch vollkommen aus. Aber dieses Bild ist schon schön. Man hat weniger Düngerverlust und kann sich das genau einstellen. Der Verlust vom Düngerverbrauch ist auch nicht so hoch. Das funktioniert schon. Also sehr, sehr, sehr schöne Arbeit, Kreativ Mesh. Sehr schön. Gab es so noch nicht und jetzt haben wir es. Die Lok natürlich interessiert am meisten, ist fehlerfrei. Den Link zu dem Mod in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, die euch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.